Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Resurrection. Ich arbeite jetzt gerade ein bisschen an Carbon. Carbon, dazu brauchen wir erstmal ein bisschen Graphitohr, da haben wir ja welches. Dieses Graphitohr muss macerated werden, zweimal am besten. Das machen wir am besten dann noch besserer hier drüben in diesem Macerator. Und danach wird es wohl nichts anderes übrig bleiben, als noch eine weitere Maschine herzustellen, die wir noch nicht haben. Crush Nikolit, das tauschen wir mal aus. Hauen das mal hier rein. Nikolit steht jetzt noch nicht so weit oben auf der Liste. Kohle, Kohle, pulverisierte Kohle, haufenweise Kohle. Kohle, 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 was ist das hier eigentlich? Magnesit. Und Lignit Coal. Warum habe ich Lignit Coal gehabt? Naja, ist egal. Ist Wurst. So, das nehmen wir raus. Okay. Und jetzt brauchen wir, wie hieß das Ding? Muss ich jetzt nochmal gucken. Nein, nicht hier. Nein, auch nicht hier. Das Ding haben wir ja fertig. Wir brauchen hier Carbon. Solche Legierungsbacken müssen wir auch noch machen wieder, aber ja, das schaffen wir auf jeden Fall. Bin ich mir sicher. So, Kohlefaser. Kriege ich aus Carbon. Das, die ich in einer Wire Mill. Wire Mill. So, und zwar reicht mir die Basic Wire Mill da. Scheißen Dreck. Elektrische Schaltkreise. Was macht denn die Advanced Wire Mill? Die macht halt gute elektrische Schaltkreise, elektrischer Motor, Kupferkabel. Bin jetzt, weißt du was? Ja, so ein Kupferding ist ja nicht so schwer. Also wir brauchen 4 solche Teile. Das heißt, ich glaube, da habe ich sogar noch ein bisschen was übrig. Mit ein bisschen Glück sogar genug. Ja, 4. Ist doch gut. Dann kommen wir da auch hin. Okay. Hier haben wir noch Kupfer. Das will ich jetzt nicht. Hallo. Danke. Da ist nicht genug drin. Huch. Es leckt wieder. So. Wir nehmen mal das raus. Irgendwo müsste ich doch noch einen Hammer liegen haben. Da. Schlup, schlup, schlup. Ne, doch nicht. Hammer schon wieder kaputt. Halt. Bevor wir einen Hammer haben, brauchen wir natürlich hier erstmal ein paar Stücke. Eins. Zwei. Okay, hier raus. Hammer dahin. Wir machen gleich den kompletten Stack alle. Einfach nur, weil wir's können. So, hier. So rum, glaube ich, ne? Ne, andersrum, andersrum. Und dann haben wir hier noch einen Haufen an Kabeln. Wo habe ich denn hier einen zweiten, ne? Ja, aber im zweiten habe ich das Zeug drin. So, so, so. Und das nächste waren Zinnkabel, wenn ich mich nicht schwer irre. Das heißt einmal Zinnwire, war das aber... Mal gucken. Wir machen jetzt erstmal den hier, weil der schneller geht. Ja, Zinnkabel, aber halt verwurstete. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich jetzt wieder Zinn habe. Antimoni, Antimoni, Manganese, Tin. Okay. Weißt du was? Machen wir mal so hier. Ein da, schlup, und machen uns ein bisschen Zinn. In der Zwischenzeit kann ich mir ja eine neue Dingens craften, aber da müsste ich ja alles noch drüben haben. Genau, 1, 2, 3, 4, 5, sehr schön. Auch gleich mal 2 kommen. Wir machen mal Nägel mit sogenannten Köpfen. Kann ich eine hier reintun, vergesse das dann nächstes Mal und dann ist gut. Ja, ich vergesse das nächstes Mal, ich kenne mich. 4... 5 wird noch nicht reichen. Aber wir können ja schon mal anfangen damit. So, hopp. Hopp. 3. Mist, irgendwas. Ach nee, muss ich ja erstmal vertinwiren. Dann kann ich auch gleich hier reingucken. Da haben wir den Rest. So, ich glaube... Höchstwahrscheinlich werde ich eh nochmal ein paar Tinwire brauchen. Insofern ist es okay, wenn ich ein paar mehr mache. Das war Gold. Oh oh. Nee. Wo sind die anderen Tinwire? Die habe ich drüben gelassen mal wieder. Wie immer. So. Nee, hier sind sie nicht. Habe ich die hier drin gelassen? Ja, hier habe ich sie gelassen. Na sowas. Okay. Dahin. Dorthin. Und da rein. Ein Tin-Wireline.
So und so. 1, 2, 3, 4 Motoren. Ja. Mit Sound in den Ohren. Statt Elektromotoren. Oder so. So, Tin-Cable haben wir. Die LV-Machine Hull. Sollte nicht das Problem sein, sobald ich die Motoren mal hier zwischengelagert habe oder irgendwas anderes. Den Coal Dust. Noch brauche ich den nicht. Warum habe ich ja nicht Coal Dust gemacht? Für Graphit. Ich brauche ja Graphit. Oh, oh. Ach nee, unter mir. Okay. Ich nehme mal einen Stahl mit. Hopp. Rein da. Stahl kann ich mir auch unbegrenzt herstellen. Das heißt, das kann ich auch im Notfall im Dings klein hämmern. Ich weiß nicht, wie viel ich überhaupt noch habe. So. Schlupp. An Stahl meine ich jetzt, aber im Notfall können wir den zusammenbauen. Das heißt, sollte nicht ein Problem sein. So, erstmal so. Wrench in die Mitte. LV Machine Casing. Sehr schön. Dieses muss noch ausgestattet werden mit Kupferkabeln, wenn ich mich nicht erinnere. Hm? Nein, Zinnkabel. Okay, dann haben wir hier noch ein Zinnkabel und eins muss ich mir noch holen. 17. So, die anderen tun wir mal hier rein. So, und so. Zinnkabel. Ich habe den Seitenschneider weggeschmissen. Ja, ich weiß. Mache ich gerne, weil dann liegt da halt wenigstens ein Weg rum. So, Zinnkabel vermatscht. Hier rein. Tin-Cable. Habe ich das alles schon aufgebaut? Nirgendwo. Okay, dann so, 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 so. Dann brauchte ich Basic Electronic Circuits. Und zwar, ja, wie die gingen, weiß ich ja, NAND-Chips erstmal. Das heißt, auch da brauche ich wieder Stahlplatten. 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Und zwar so veredelt. 1, 2, 3, 4. Okay. 4 Platten hier rein. Oben rein. So und so. Und hier Kupfer. Nee. Oder auch Tin. Warte mal. Muss ich nochmal gucken. Kriegen wir hin. So. So. Tin. Ich glaube, ich bin. Ich brauche schon wieder Tin. So, das heißt, wo habe ich die Dinger hingetan? Hier. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Ich mach mal einfach 8 hier, komm. Wir haben's doch. Ganz eisekalt, da ist der Seitenschneider. So und so. Tinwire, 8 Stück. Schön. So, halt. Hier, Tinwire. Nen Chips, 4 Stück. Das Zeug raus. Die restlichen 4 Tinwire, die wir jetzt nicht mehr brauchen, das ist erstmal Wurst. Vielleicht brauchen wir sie später nochmal. Ist ja durchaus im Bereich des Möglichen. Stahlplatte in der Mitte. Und irgendwo habe ich doch sicher keine mehr an Kupferkabeln. Nein, ich habe sicher keine Kupferkabel mehr, aber ich habe ja hier noch was. Mal schauen, wie weit wir damit kommen. 2, 8. Mist, reicht nicht. Ach doch, ich habe da einen stecken. Haha. Hier. Wupp, wupp, wupp. Muss ja doch irgendwo, muss noch genug sein. Dafür habe ich jetzt wieder ein paar mehr, als ich eigentlich wollte. Ach so, Stahlplatte noch eine. So, elektrischer Schaltkreis und damit wäre die Maschine, glaube ich, auch fertig. Ach nee, doch nicht. Mist. Was fehlt denn jetzt noch? 2 Zinnkabel. Alles einstecken. Okay, 1, 2. 1, 2. Wunderbar. Puh. Und wir haben eine Basic Wire Mill. Juhu. Heißt im Klartext, das Teil hier abbauen. So. Stattdessen die Wire Mill hingeklatscht. Das Ding kann wieder hier in die offene Kiste. Hier kann erstmal geguckt haben, was habe ich denn hier? Soladit, Lazurizink. Ach nee, das habe ich glaube ich unten reingehauen. Du bist noch da, ne? Ja. Dann gehen wir mal vorsichtig. Immer die Karte im Auge behalten, was für Möpse hier rumrennen. Carbon Dust. 2 Stück. Das ist jetzt voll viel. Willst du mich veralbern? Tja, braucht offensichtlich seine Zeit, so ein Carbon. Na gut. Na gut, zählt ja nichts. Dann nehme ich die zweimal mit. Hirk. So, hier hoch. Und es gibt ja noch eine andere Möglichkeit, Carbon herzustellen. Das heißt,
das probieren wir einfach mal aus. Einfach nur just for fun. Hat es die wieder weggebackt? Ne, war ja Müll. Hier ist er. Okay. Zentrifuge, Extractor. Ich glaube, war es der Elektrolyzer oder der Extractor? Ich probiere es mal mit der Zentrifuge. Werden wir sehen, ob es die ist oder nicht. Schlupp. Und zwar, indem ich mal kurz hier reingehe. Mir ein bisschen Gummibaumholz raushole. Ich weiß nicht, ob das auch mit anderem Holz gilt. Jedenfalls stand da Gummibaum drin. Geht auf jeden Fall ein bisschen schneller. Als unten erstmal das ganze Graphit zu maceraten. Nur bekommen wir da nicht immer unbedingt alles raus. Kautschuk, Methan, Mist. Ich könnte mal, habe ich eigentlich noch das, ja, Safari, das habe ich noch. Ich könnte mal kurz gucken, okay, ob wir irgendwo eine Witch finden. Oh, oh. Die Lecks sind nicht gesund. Immer nur, wenn ich mit dem Dü aufnehme. Ach, der Typ. Der ist schuld. Einfach so. Just for fun. Will doch nur eine blöde Wesen. Blöde Hexe. Hexen sind kein Hexenwerk. Ja, 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 ja. Keine Hexen da. Mann. Nie ist eine da, wenn man eine braucht. Oder ist das da drüben eine? Nee, ist auch noch ein blöder Zombie hier. Lalalala. Ich sehe aber auch gerade keine auf Karte. Auch wenn ich sowieso nicht weiß, wie die aussieht. Eigentlich dürfte die hätte nämlich gar nicht in die Luft springen müssen, aber naja, gut, okay. Soll er halt machen. Ich werde verfolgt von jede Menge Schleim und Spinnen. Kann ja wohl nicht Sinn. Ich will doch nur eine blöde Hexe haben. Manu. Ich weiß, da müsste ich mir zwar eh aus der Gas drehen, aber das ist ja nicht schnell gemacht. Wieder ein dickes Bar craften, aber naja, ist ja schnell gemacht. Und im Notfall, wenn ich dann mal weiterkomme, hole ich mir eine zweite Gasträne. Ich guck mal, was der Düso hat und was er so erfolgreich erledigt hat, so in letzter Zeit. Wo ist er denn? Da hinten. Oh, warte mal, mal schauen. Das ist übrigens Seven Wave, beziehungsweise Slash Wave ist eigentlich hier das Ding vom Ding ist. Lalalalalala. Langeweile. Guck mal, muss auf Maschinen warten. Hallo. Oh, Entschuldigung fürs Schreien. So, mit der Kleinen, ja. Was ist da los? Hast du Langeweile oder was? Absolut, weißt du doch. Ich muss gerade auf meine Maschinchen warten und da hatte ich gedacht, ja gut, guckst du mal, was der Düder so macht. Eigentlich wollte ich noch eine blöde Witch finden, Gutes. Aber ich habe keine Witch gefunden. Nix Gutes mache ich, weißt du doch immer. Ach so, du Zaubercraftest, wie ich sehe. Ja, irgendwie so. Hast du denn mal schon was Schönes für mich? Wie nennt man das hier? Band of, nicht Equal Trade, sondern hier Band of Excavation, die habe ich mir zumindest schon mal erstellt. Ja, die habe ich auch schon, das ist ja nicht das Problem. Das ist nicht so besonders viel. Genau. Nee. Und die hält auch nicht lange. Nee, das ist irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, die nutzt halt irgendwie nicht ganz so viel einem hier. Zumindest. Nee. Also es gibt eine Moment, die ich mir demnächst craften will, ich verrate nicht welche, die mir durchaus was nützen könnte. Nicht die Equal Trade, sondern da gibt es noch eine andere. Übrigens, warum hast du hier die Luftlöcher drin gelassen? Welche Luftlöcher, wo denn? Hier, ne, hier. Achso, ja, ich muss das nochmal komplett umbauen. Das lässt sich momentan noch nicht machen, irgendwie. Deine blöde Kuh hier. So. Das muss nochmal umgebaut werden. Ja. Naja, zählt ja nix. Genau. Na gut. Zählt ja nix. Hast du mittlerweile deine Sprinttaste umgelegt? Oder weißt du jetzt halt einfach immer nur, dass du sprinten musst, wenn du sprintest? Genau, ich weiß nur, dass ich das dann drücken muss wieder, wenn ich das wieder haben möchte. Na dann ist gut. So, ja, das Ding hier werde ich bei Gelegenheit mal komplett abbauen. Die Maschinen, die hier drin stehen, werde ich zerstören. Und hier halt auffüllen. Damit das einfach mal schön aussieht hier. Weil, ich sag mal so, hätte er weitergemacht, der Headlamp, der hat wirklich gutes Zeug gehabt, der Headlamp Pro. Aber er hätte halt weitermachen müssen.
dann hätte er wirklich was Gutes leisten können, hätte ordentlich vorankommen können, aber er hatte halt genauso wenig wie viele andere keine Lust gehabt. Und naja. Das ist halt ein bisschen schade. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das neue Projekt hier jetzt aussieht, ob da auch schon wieder zu viele abgebrochen haben oder nicht. Keine Ahnung. Gar nicht. Ich sag mal so, das neue ist leichter. Cracktick ist schon eine arge Herausforderung, muss man sagen. Du bist noch bei weitem nicht so weit. Du wirst erst noch ins Schwitzen kommen. Ich bin schon mehrfach. Aber jetzt gerade muss ich ja auch schon wieder warten. Muss schon wieder die nächste Maschine craften, weil ich die für irgendwelchen Scheiß brauche. So. Okay. Aber das muss. Aber es geht voran. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, wie gesagt, die Maschinen, die ich habe, die brauche ich ja nicht normal machen. Es sei denn, ich brauche demnächst eine höhere Version. Weil auch der Hochofen ist ja noch nicht das letzte. Da gibt es zum Beispiel bei den Blastfurnaces auch nochmal höhere oder bessere Versionen. Und je besser, desto besser. Und manches lässt sich halt auch nur mit einem bestimmten Energievorrat machen. Und wenn halt eine Maschine nur 32 EU oder 32 Volt hat, du aber 125 brauchst, kannst du nicht mit der 32 Volt arbeiten. Und das ist immer das kleine Problem. Die Ausbeute oder wie sagt man so schön, die Möglichkeiten sind unbegrenzt, wie du 5 Carbon hast. Juhu, genau das suche ich. Pflanzenball, Kautschuk, Woodpulp. Oh fuck, jetzt habe ich einen Fehler gemacht hier. Was alles hast du wieder falsch gemacht? Hier. Oh, kacke. Oh, hast's versaut? Nee, aber ist halt dann ärgerlich, wenn du das Falsche nimmst und du dann halt, das ist halt ein bisschen kacke. Naja, was soll's, es gibt Schlimmeres. Ja, bestimmt. Naja, gut, wie gesagt, man muss halt auch ein bisschen haushalten mit den Aspects, ne, das ist halt so eine Sache. Wobei du kannst halt rein theoretisch, kannst du halt die ganze Zeit in der Welt rumgehen und halt irgendwelche Nodis abfarmen, aber habe ich auch schon gemacht, und, genau. Dann kannst du ja die aus diesen Grundrohstoffen kannst du ja alles zusammenkraften halt, wenn du so willst, aber das ist halt, naja, wie gesagt, muss ja nicht unbedingt sein, das, was du hast du halt, ne? Das, eben. Ist aber halt auch manchmal nicht ganz so leicht, das zu haben, was man haben will. So, hier haben wir übrigens jetzt 9 Carbon Dust, jetzt muss ich mal ausrechnen, wie viel brauche ich denn. Nochmal. Ich crafte übrigens immer noch an dem Teil, wo wir angefangen haben, ne? Nur so als Hinweis. Achso, wo du angefangen hast vorhin. Immer noch der Molekular Transformer, genau. Das ist ja traurig. Ja, ich hatte jetzt auch, ich muss jetzt auch sagen, ich hatte jetzt, da ich heute schon ein bisschen mehr aufgenommen habe, ich habe heute auch nicht wirklich so richtig Lust, nochmal irgendwie jetzt großartig anzufangen, jetzt hier mit dem, was war das jetzt hier gewesen, mit der Basic Steam Turbine, die sah relativ kompliziert aus. Also zumindest waren da viele Einzelteile zu craften, sagen wir mal so. Also ich sag mal so, wie gesagt, du kannst natürlich so machen, dass du einfach mit der Steam Turbine weitermachst. Ich würde dir empfehlen, halt meinen Weg zu gehen. Hier halt wirklich einfach den Strom über die Transformatoren. Sieht zwar im ersten Moment komplizierter aus, aber erstens sind die leichter zu craften. Und zweitens, wirst du früher oder später eh darauf gehen müssen, weil der Dampf einfach nicht mehr ausreicht. Sobald du das dann hast, kannst du dann auch irgendwo auf Solarpanels gehen, beziehungsweise, ja, wie gesagt, auch die Solarpanels. Ich kann ja momentan ein Solarpanel machen, oder ich habe ein Solarpanel. Das macht ein EU pro Tick. Das ist extrem hilfreich. Meinst du jetzt eher nicht so, oder was? Ja, was ist denn ein EU? Also ich weiß jetzt nicht, was die anderen. Eine normale Cracktech-Maschine beispielsweise oder die kleinen Cracktech-Maschinen mit Elektrizität, die brauchen so 32. Echt? Ja. Oha. Okay. Deswegen habe ich ja, wie gesagt, nicht nur, beziehungsweise du könntest eventuell die Cracktech Solar Panels machen. Ich weiß nicht, ob die besser sind. Habe ich jetzt noch nicht geguckt. Muss ich bei Gelegenheit mal gucken. Da will ich auch noch ein paar bauen, einfach nur, weil ich es kann. Hoffe ich mal. Irgendwann. Wir können. Zumindest. So, die Dinger kann ich mal hier reinlegen, so. Die lege ich so rein. Das ist cool. Die erweiterten Schaltkreise kann ich auch schon mal reinlegen. Warte, die kommen doch hier rein, ne? Ja, okay. So, jetzt brauche ich eigentlich nur, ich bin ein Blödmann. Ach nee, die habe ich ja noch. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich bin ein Blödmann. Ich hätte ja inzwischen das andere Zeug craften können. Aber ist okay. Ist alles gut. So, dann haben wir hier schon mal 14. Das macht 7. Und ich brauche... wo ist es denn schon wieder? 7, 1, 2. 2. Und das mal 1, 2, 3, 4.
sind 4, sind 8 schon mal. 8 und das mal 2 sind 16. Hast du eigentlich schon mal so einen Nudi gefangen? Ich hatte das immer auf unserer Testwelt, hatte ich das gefangen? Mal probiert. Hm? Ja, ein Aura-Nudi, ob du schon mal eins gefangen hast. Ach so, über Soundcraft, nö. Ja, ja. Noch nicht. Ich habe ja eins vor der Haustür stehen, was zwar nicht viel produziert, aber naja, immerhin. Ja, da war ich auch schon gerade dran gewesen. Klaust du mir von meinem Aura-Node? Muss ich mal einbauen. Ich stehe halt nicht mal auf deinem Grundstück, Junge. Ja, der wird demnächst, der wird, klar, das ist alles mein Grundstück, habe ich ihn beschlossen. So, der wird demnächst abgebaut und umgebaut und dann kommst du da nicht mehr ran. Oder nur noch durch eine tödliche Falle. Ich bin mir halt nicht sicher, ob das jetzt funktioniert. Ja, tödliche Falle. So wie das aussieht. Also eigentlich, ich hatte das auch schon mal in der Welt, die wir schon mal hatten, hatte ich das schon mal probiert, aber es hat irgendwie nicht so funktioniert. Ob ich ein bisschen blöd. Ja, so. Was? Kaputt. Nee, das nicht, aber ich hatte 14 reingelegt, jetzt hat er... Sind das wirklich so viele, dass du da brauchst? Dann brauche ich ja noch ewig. Also ich habe jetzt 14 reingelegt, ne Leute, habt ihr gesehen? 14 Stück. Und jetzt hat er mir 6 weggeklappt. Und weiter produziert er nicht, weil das schon mal nicht mehr ausreicht. Oh, wie viel Carbon braucht das Teil? Das ist ja nicht mehr feierlich. Na dann gut, dann muss ich wohl oder übel noch ein bisschen mehr Carbon installieren oder produzieren. Werde ich auch machen. Sollte auch kein Problem sein. Was haut mich hier? Ach, ich bin mitten im Baum gefangen gewesen, als der gespawnt ist. Deswegen war ich jetzt, hatte ich jetzt Vergiftungsschaden bekommen, beziehungsweise Luftschaden. Hä? Oh, Kacke, schon wieder das Falsche genommen. Oh, was ist das denn? So, Carbon. Ist das wirklich nur das blöde Zeug, dass ich da so Carbon? So, Carbon-Gewebe, ja, ist klar. Carbon-Dust. Okay, geformte Herstellung. Ich gucke da jetzt nochmal durch. Das mache ich aber in meiner Offscreen-Folge. Also sprich, du würdest sicher noch ein bisschen weitermachen, keine Sorge. Ich dagegen, ich habe jetzt erstmal Pause. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Tschüss. So, okay, tschüss.